Ja, willkommen zu einem weiteren Video aus der Playlist Wurzelkurve skizzieren, also aus dem Bereich. Wir sind jetzt schon bei Regel 6 und 7, sprich, wer die anderen Regeln jetzt nicht geguckt hat und aus Versehen auf das Video zuerst geguckt hat, der sollte nochmal in die Infobox gucken. Da ist schon Regel 1 bis 5 erklärt. Das Ganze geht bis Regel 9. Man sollte das chronologisch durchgehen, weil das baut aufeinander auf. Also wir brauchen jetzt hier auch schon die vorherigen Regeln. Dementsprechend, wenn ihr jetzt zufällig hier eingeschaltet habt, geht nochmal einen Schritt zurück. In der Infobox, wie gesagt, einfach alles verlinkt. Gut, heute Regel 6 und 7, das sind zwei optionale Regeln, also die braucht man nicht unbedingt anzuwenden, nur wenn sie halt eintreffen, aber sie müssen nicht immer eintreffen. Und zwar beziehen sich diese beiden Regeln darauf, was passiert denn eigentlich, wenn sich zwei Äste schneiden, wo schneiden sich diese Äste und wie gehen die Äste in diesem Schnittpunkt auseinander, in welchen Winkeln. Das ist auch essentiell zum Zeichnen und das gibt einem auch viele Aussagen darüber, wie manche Kurven sich verhalten können. Und es schließt dann, wenn man das hat, automatisch auch schon viele Fälle von Kurvenverläufen aus, dementsprechend auf jeden Fall eine wichtige Regel. Die aber, wie gesagt, nicht immer eintrifft. Also wenn man zum Beispiel schon weiß oder bei Regel 6 rauskriegt, ja, die schneiden sich gar nicht, dann kann man 7 direkt auch schon überspringen, weil die baut darauf auf. Dementsprechend einfach ein bisschen Ausschlussverfahren. Gut, fangen wir mit Regel 6 an. Da diese besagt, die von den Nullstellen und Polen des offenen Kreises verschiedenen Verzweigungspunkte der Wurzelortskurve erhält man aus der Gleichung, das ist hier die, also 0 ist gleich Summe von μ gleich 1 bis m, 1 durch s minus n mal n μ minus Summe von μ gleich n, μ bis n, so 1 durch s minus p μ, also die Polstellen. Und genau, da muss man beachten wieder, dass die gleiche Nomenklatur wie vorher in dem Video schon gilt. Also m ist wieder die Anzahl der Nullstellen, n ist die Anzahl der Polstellen. Und man muss halt hier in dieser Gleichung einmal 1 durch s minus alle Nullstellen summieren, dann abziehen 1 durch s minus alle Polstellen summiert. Ja genau, und das muss man 0 setzen und nach s umformen und dann hat man halt eben diesen Verzweigungspunkt. Man findet auch schnell raus, wenn es diesen Verzweigungspunkt nicht gibt, dann lässt sich das Ganze nicht mehr lösen. Dann verzweifelt man wahrscheinlich beim Lösen und stellt fest, da kommt gar nichts Sinnvolles raus. Dementsprechend, das merkt man sehr schnell. Wir haben hier ein Beispiel, und zwar n1 ist halt die erste Nullstelle, die liegt bei 1. n2 ist die zweite Nullstelle, die liegt auch bei 1. Und p1 ist die erste Polstelle, die liegt bei minus 1. Das habe ich hier schon mal eingezeichnet. Also wir haben hier zwei Nullstellen an der Stelle 1 und eine Polstelle an der Stelle minus 1, also ein x und ein Kreis halt. Da wichtig zu beachten, das sind zwei Nullstellen. Jetzt kennen wir ja schon die vorherigen Regeln. Laut unserer vorherigen Regel wissen wir, ein Teil der Wurzelortskurve, also die reelle Achse, gehört dann zur Wurzelortskurve, wenn rechts davon eine ungerade Anzahl an Pol- oder Nullstellen liegt. Wir sehen, okay, hier liegt eine gerade Anzahl, wir gehen über die Null drüber. Das heißt, hier liegt auch eine gerade Anzahl, weil wir zwei Nullstellen haben. Zwei Nullstellen bedeutet, eine gerade Anzahl liegt daneben. Und dann gehen wir weiter und dann haben wir halt hier eine Polstelle und rechts neben, links neben der Polstelle, wenn wir uns da befinden, dann sehen wir, okay, hier ist eine Polstelle, zwei Nullstellen, das ist in der Summe 3. Dementsprechend ungerade Zahl gehört das Ganze hier mit dazu zur Wurzelortskurve. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann, als nächstes müssen wir jetzt diesen Verzweigungspunkt ausrechnen. Ich habe jetzt natürlich eine genommen, wo es auch einen Verzweigungspunkt gibt, sonst würde das Ganze hier nicht so Sinn machen. Das heißt, wir müssen diese Gleichung aufstellen. Also 0 ist gleich, das ist die Bedingung. Und dann die Summe von der ersten, also 1 durch s minus die erste Nullstelle. Das ist also 1 durch s minus 1. Dann 1 durch s minus die zweite Nullstelle, das ist ebenfalls 1. Also plus 1 durch s minus die zweite Nullstelle, s minus 1. Dann minus 1 durch s minus die erste Polstelle, weil diese Summe schon jetzt durchgelaufen ist. Nehmen wir jetzt die nächste Summe und summieren erstmal alle Polstellen. Das heißt, wir machen jetzt minus 1 durch s minus die erste Polstelle. Dieses minus 1, deswegen minus mal minus ergibt plus, also 1 durch s plus 1. Ja? Dann können wir das Ganze schon mal ein bisschen vereinfachen. Wir sehen, hier steht zweimal das gleiche, also 1 durch s minus 1 plus 1 durch s minus 1 ist das gleiche wie 2 mal 1 durch s minus 1. Das ist also 2 durch s minus 1. Minus 1 durch s plus 1. Jetzt machen wir halt einen Trick. Das ist einfach erweitern. Also wir sagen jetzt, okay, damit wir das auf den gleichen Nenner bringen und wir das leichter 0 setzen können, multiplizieren wir jetzt hier diesen Term mit s plus 1 durch s plus 1. Sprich, wir haben da stehen 2 mal s plus 1 durch s minus 1 mal s plus 1. Und dann machen wir das gleiche hier auf der Seite, da multiplizieren wir mit s minus 1 durch s minus 1. Weil wir sehen schon, also an der Stelle, wo ich hier mit s plus 1 durch s plus 1 multipliziert habe, das kürze ich wieder raus. Ich habe also eigentlich nichts verändert, nur halt auf einen Nenner erweitert. Das gleiche machen wir hier mit s minus 1 durch s minus 1. Dann habe ich hier stehen minus s minus 1, das ist ja meine Erweiterung, geteilt durch s plus 1 mal s minus 1, das haben wir schon unten stehen. Und wir sehen, okay, steht alles auf einem Zähler, also alles oben in einer Reihe. Und das sollen wir ja genau gleich 0 setzen. Wenn wir das Ganze jetzt betrachten und das 0 setzen wollen, ist es schlau, einfach nur den Zähler 0 zu setzen, weil der Nenner müsste ja unendlich werden. Das geht ja idealerweise erstmal nicht. Dementsprechend sagen wir 2 mal
s, also ich multipliziere die Reihe schon mal aus, also 2 mal s plus 2 minus s und dann minus 1 mal minus 1, das ist also plus 1, das ist gleich 0 oder soll gleich 0 sein, dann fasse ich erstmal alles zusammen. Das heißt, wir können 2s und minus s wird zu s, 2 plus 1 ist gleich plus 3 und das Ganze soll gleich 0 sein. Und schon sehen wir, okay, s ist gleich minus 3 und da liegt also unser Verzweigungspunkt an. Ja, den male ich jetzt schon mal ein, das ist eine wichtige Stelle. Unser Verzweigungspunkt, der liegt hier. Dann eine Regel, die wir auch kennen, unsere liebste, die erste. Das bedeutet, aus den Polstellen raus, in die Nullstellen rein gehen die zwei Verzweigungen. Jetzt sehen wir, shit, wie kommt denn eigentlich von dieser Polstelle irgendwas hier rein, wenn wir hier nicht langlaufen dürfen? Ja, muss ja irgendwie klar sein, muss sich über die imaginären Achsen dann bewegen. Da das Ganze symmetrisch sein muss, wissen wir auch, dass das Ganze wohl irgendwie kreisförmig aussehen wird, weil wenn ich hier oben mich reinbewege, dann muss es hier unten genauso sich reinbewegen, genau symmetrisch an der Achse, das ist ja auch eine der Regeln gewesen. Und da wir wissen, dass was aus der Polstelle rauskommt, wird wahrscheinlich hier die VOG in diese Richtung verlaufen. Und wir wissen, dass wir zwei Nullstellen haben, eine Polstelle, sprich eine Polstelle müssen wir noch haben, die quasi in die Nullstelle reinläuft. Diese kommt dann aus dem Unendlichen. In dem Fall wissen wir, okay, wir laufen hier überall auf dieser Achse. Wir werden in diesem Verzweigungspunkt irgendwie austreten, sprich wird unsere zweite wohl, also unsere zweite Polstelle wohl bei minus unendlich sein und in diesen Pol so reinlaufen. Ja? Das heißt, wir sehen, auf diesen Verzweigungspunkt laufen schon mal zwei Wurzelzweige zu. Und wir wissen ja auch, dass dieser Zweig nicht in die Polstellen reinlaufen darf, weil in Polstellen, von Polstellen darf man nicht laufen, sondern Polstellen immer in Nullstellen. Ja, an der Stelle wird es also jetzt irgendwas passieren, und zwar genau, dass sich das Ganze aufteilt, ein Verzweigungspunkt, deswegen haben wir den ja auch ausgerechnet, und von diesem wird dann quasi das Ganze so in diese Nullstellen reinlaufen. Ungefähr grob, also ich habe es jetzt nicht genau skizzieren können, aber so ungefähr wird es aussehen. Das Ganze muss symmetrisch verlaufen. Also zum Beispiel wird aus dieser Polstelle hier, die läuft hier lang und biegt hier oben ab und geht dann da rein. Und die andere läuft hier lang und biegt hier unten ab und geht dann wieder in die Nullstelle rein. Dann haben wir auch schon direkt den ganzen Verlauf mit Polstelle, mit Verzweigungspunkt und allem ausgerechnet. Wichtig ist, dieser Punkt muss gleich hoch sein, auch wie dieser, weil ja wie gesagt alles genau symmetrisch sein muss. Jetzt kommt noch das nächste, was wir anschneiden wollen, die Regel 7. Woher weiß ich jetzt überhaupt, dass das so kreisförmig da rausläuft? Es könnte ja auch sein, dass zum Beispiel diese, also ich male das jetzt mal erstmal in Rot, ein bisschen gestrichelt, wische es dann gleich wieder weg. Hätte ja auch sein können, dass das Ganze irgendwie so verläuft, also so raustritt und dann in diesen Punkt eintritt. Dann sehen wir, okay, der Winkel hier ist nicht gleich wie der Austrittswinkel hier. Und diesen Winkel, den ich jetzt gerade schon optimalerweise eingezeichnet habe, den rechnet man jetzt halt eben mit der Regel Nummer 7 aus. Da steht, schneiden sich in einem von den Null- und Polstellen des offenen Kreises verschiedene Zweigungspunkte. Das tut es ja hier genau an dieser Stelle. Der VOG R Äste, also schneiden sich zum Beispiel 3 Äste, 2, 4, 5 Äste, irgendwie sowas. So ist der Betrag des Winkels zwischen den benachbarten Kurvenstücken Delta Phi Pi durch R. Also Delta Phi ist dann Pi durch R. Delta Phi ist eben genau dieser Betrag der Kurvenstücken, also der Winkel zwischen den Kurvenstücken. Und dann nennt man Delta Phi Schnittpunkts Austrittswinkel. Also ist auf jeden Fall nochmal ein Winkel, den man berechnet und wieder ein komischer Name. Aber macht der Sinn, der Winkel, der beim Austritt von der von dem Verzweigungspunkt, von dem Schnittpunkt existiert. Genau, jetzt müssen wir nochmal überlegen, wie kommen wir jetzt auf die Anzahl von den R-Ästen, die sich da schneiden. Ja, wir haben ja quasi nur zwei Äste, die sich schneiden können, weil wir haben den ersten Ast, der von der Polstelle hier läuft, der läuft in den Verzweigungspunkt rein. Dann haben wir auf minus unendlich den zweiten Ast, der läuft auch da rein. Das heißt, in dieser Stelle schneiden sich zwei Äste und splitten sich dann nach oben auf. Also man zählt nicht 1, 2, 3, 4, sondern man sagt, okay, zwei Äste treffen sich und diese zwei Äste laufen ja auch auseinander. Also dieser nach oben ist immer noch ein Teil von dem, dieser nach unten ist ein Teil von dem. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Genau, das heißt, wir wissen jetzt, wenn ich das zu dem Beispiel mache, zu Regel 7, da wissen wir jetzt bei Regel 7, R, wir haben R gleich 2 Äste, also R ist gleich 2. Daraus folgt, Delta Phi ist gleich Pi halbe, also Pi durch R, R ist gleich 2, also Pi halbe. Jetzt müssen wir noch wissen, wie zeichne ich die jetzt überhaupt ein? Und da muss man wissen, dieser Winkel, Delta Phi, der wird genau also zwischen diesen Kurvenstücken, also zwischen der Kurve, der und der, das sind zwar teilweise zusammenhängende Äste, aber ist ja alles ein Kurvenstück, der wird berechnet zwischen der Ableitung quasi, also zwischen der Steigung des Austrittswinkels. Also wir haben quasi am Punkt selbst, wie steil steigt da der Austrittswinkel. Und wir sehen dann, okay, also wenn ich jetzt hier mal so ein Koordinatensystem
Anführungszeichen reinlege, wenn wir wissen wollen, zwischen diesem Kurvenstück und dem nächsten Kurvenstück, also das wäre hier dieses runde Kurvenstück, da liegen 90 Grad, also Pi halbe an, wissen wir, okay, der Austritt muss genau senkrecht nach oben gehen. Wenn da jetzt Pi Drittel anlegen würde, ging der Austritt mehr nach rechts weg. Ja? Also dementsprechend, bei Pi halbe geht er nach oben weg und das muss zwischen allen benachbarten Kurvenstücken gelten. Sprich, hier das muss auch Pi halbe sein. Das hier muss auch Pi halbe sein. Und hier das muss ebenfalls Pi halbe sein. Und zwar immer nur genau bei der Stelle, wo es halt austritt. Und damit können wir halt genau auch noch die Austrittsrichtung berechnen. Wir wissen nichts über den Eintrittswinkel hier vorne in die Null. Das berechnen wir mit der nächsten Regel. Die gibt es dann auch im nächsten Video. Könnt ihr gerne auch mal abchecken, ist auch nochmal unten verlinkt. Ich denke oder hoffe, zu dem Thema ist jetzt alles klar. Wenn nicht, gerne einfach in die Kommentare reinschreiben. Da sollten wir auch relativ schnell darauf antworten, wenn es ein Problem gibt. Ansonsten, wie gesagt, falls ihr es nicht gesehen habt, gerne auch noch Regel 1 bis 5. Das braucht man unbedingt. Und dann geht es jetzt weiter mit Regel 8 und 9. Einfach in die Infobox gucken, da ist das verlinkt. Und dann bis gleich.